Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich mit dir ein paar Hacks ausprobieren. Und zwar habe ich mir 5 Hacks ausgesucht, die ich jetzt gerne mit dir zusammen ausprobieren möchte. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, also ich habe ein bisschen das Internet durchforstet, Mensch, und habe da so 5 Hacks gefunden, die mich jetzt so aktuell ein bisschen interessiert haben. Eigentlich waren es noch viel mehr, deswegen wird es hier wahrscheinlich auch noch einen zweiten Teil von geben. Also stimmt mal gerne hier oben ab, ob du nochmal Bock hättest auf einen zweiten Teil von meiner Hack-Serie. Ja, den ersten Hack möchte ich starten und zwar heißt dieser Hack Hollywood-Lächeln. Deswegen habe ich auch also ich habe keine Base oder sonst irgendwas drauf. Nichts auf den Lippen, nichts gemacht, nur Zähne geputzt. Ja, also meine Zähne sind jetzt nicht gelb oder sonst irgendwas, sie sind einfach ganz normal. Aber ich möchte sie noch heller machen und das mit Haushaltssachen, die man so normalerweise hat. Mit Alufolie. Gut, Zahnpasta, da habe ich hier jetzt von Sensodyne eine. Und mit Kaisernatron. Das werden wir jetzt mal zusammen ausprobieren. Ich bin echt gespannt. Mein Freund sagte auch schon, nicht, dass dir nachher die ganzen Zähne ausfallen. Ich hoffe nicht. Nein, ich glaube es auch nicht. Also ich meine, wir reden hier von Sachen, die andere auch normalerweise so verwenden, aber nicht in Kombination. Und dann wollte ich das einfach mal jetzt mit euch zusammen ausprobieren. Ich habe hier auch ein Handtuch für den Fall der Fälle, werde ich wahrscheinlich auch für das ein oder andere, was hier auf meinem Tisch liegt, brauchen. Ich habe mir jetzt aus der Küche einfach mal eine Tasse geholt und einen Teelöffel, denn der Hack besagt, man nehme 2 Löffel Kaisernatron. Das bekommst du, ganz normal im DM oder ich denke auch im Rewe, also in den Supermärkten oder so. Das steht hier hinten drauf, dass man quasi das als Backtriebmittel nehmen kann zum Blanchieren von grünem Blattgemüse, für Salat, für rohes Obst, niemals ungewaschen verzehren, besser als klares Wasser, reinigt Kaisernatron. Ja, ist auch mal ganz gut, ne? Und saure Früchte, dass man das vielleicht damit herstellen kann. Keine Ahnung. Also ich denke einfach, dass es in dem Sinne nichts ist, was schädlich sein wird. Und ja, ne? Deswegen, man soll 2 Teelöffel, also halb und halb, ne? Also du nimmst jetzt 2 Teelöffel Kaisernatron. Ich glaube, das habe ich damals auch mal zu mir genommen in Wasser, um meinen Kater loszuwerden. Ich glaube, das ist auch so ein Hack, den meine Mom mir damals mit auf den Weg gegeben hat, ne? Also immer einfach so ein Teelöffel voll, da nehme ich jetzt 2 Stück von. Habe die jetzt hier einfach in meine Tasse gemacht und habe da noch ordentlich was drin. Ja, und dann nehme ich mir hier eine Zahnpasta, die ist auch noch ganz fresh, habe ich gedacht. Nö, ist sie nicht. Die ist schon mal benutzt. Ist ja nicht schlimm. So, dann mache ich mir die hier drauf. So, ne, das kriegst du ja nicht so wirklich als Teelöffel quasi. Geh raus. Ach, ich quetsche hier einfach mal den Rest vom Schützenfest einfach rein, weil diese Zahnpasta hatte ich, glaube ich, mal irgendwann für ein Wochenende mit. Dementsprechend habe ich da schon was draus benutzt gehabt. So, werdet ihr dann demnächst in meinem Aufgebraucht-Video auch wiederfinden. Ne? Gut, so, dann habe ich hier jetzt circa 2 Teelöffel von der Zahnpasta und dieses Kaisernatron. Und das soll man schön miteinander vermengen. Ist ein bisschen schwierig, weil sich das jetzt relativ schwer miteinander vermengt. Ich meine, das sind jetzt hier auch 2 vollkommen unterschiedliche Konsistenzen, die man versucht miteinander zu verreiben, ne? So, ich habe das jetzt eine ganze Weile umgerührt. Ich kriege das jetzt auch von der Konsistenz her nicht besser hin. Also ihr seht, ne, das ist so eine pappige Konsistenz, aber es ist in dem Sinne miteinander schon irgendwo verbunden. Man hat hier die ganze Zeit so einen Zahnarztgeruch, also das ist schon sehr cool. Ja, riecht nicht verkehrt. Also es riecht, als würde ich mir eine professionelle Zahnreinigung beim Zahnarzt machen lassen. Die haben ja auch immer irgendwie so ein Salzzeug, ne? Ich weiß gar nicht, ob das sowas ist. So, dann nehme ich mir jetzt auf jeden Fall die Alufolie. So, ich habe mir jetzt hier 2 Rechtecke ausgeschnitten und bestreiche die jetzt jeweils mit dieser großartigen Masse, die ich hier habe. Ja, ich glaube, wobei das dann vielleicht ein bisschen viel wird, oder? Naja, viel hilft viel, ne? Ich mache mal jeweils so einen gehäuften Teelöffel drauf. Ja, ich habe die beiden jetzt bestrichen
relativ dick, wie man sieht, ne? Also ich habe jeweils einen Teelöffel drauf verteilt. Da ich jetzt nicht gleich viel reden werde, wie auch immer, ich lege mir das an die Zähne, beziehungsweise ich klappe mir das so drunter und dann crunche ich das so fest, dass es quasi einmal um die Zähne gelegt wird. Ja, ich denke, dass es extrem salzig schmecken wird. Mal gucken. Und das Ganze muss 15 Minuten dann einwirken. In der Zeit werde ich dann gleich ein bisschen was kochen. Und dann komme ich nachher wieder, wenn ich noch einmal dieses Silberkram im Mund habe. Und ja, dann muss ich das ausspülen. Und dann hoffe ich, dass ich strahlend weiße Zähne euch zeigen werde. Schauen wir mal. Okay, also ich habe es direkt ausgespült, weil ganz ehrlich, man hat so gesabbert davon. Das wollte ich hier nicht vor der Kamera zeigen. Also, das ist jetzt das Nachherergebnis. Ich finde, ein bisschen was hat sich getan, aber jetzt nicht so viel, als dass es dieses Gefühl rechtfertigen würde, was man halt die ganze Viertelstunde über hatte. Die Zahnpasta ist ja halb so wild. Ich habe ja auch extra hier diese Sensodyne genommen. Ne? Die ist dann ein bisschen sanfter, aber dieses Natron, dieses Salzige, es hat die ganze Zeit geschäumt und du hattest entweder das Bedürfnis zu schlucken oder alles dann halt auszuspucken und das ging halt mit dieser ganzen Alufolienkonstruktion im Mund nicht allzu gut. Das Zahnfleisch ist ein bisschen irritiert und auch die Zunge. Das fühlt sich alle ein bisschen komisch an. Also, ob ich den Hack empfehlen kann, ich glaube nicht. Also, ja. Er hat was gebracht, aber nur so wenig, dass ich jetzt nicht sagen würde, mach das. Also, nein, ich rate euch davon ab. Für den nächsten Hack brauche ich ein Sieb. Ihr könnt auch gerne eins nehmen, was ein bisschen kleiner ist. Das hier ist das Einzige, was ich gefunden habe. Ist jetzt ein bisschen größer, ne? Naja, dann braucht ihr dreckige Pinsel und da habe ich ein bisschen gesammelt über die Zeit. dann braucht ihr ein Gefäß, was relativ hoch mit Wasser gefüllt ist. Und eins halt nochmal so, was irgendwie mit Wasser gefüllt ist. Ne, das ist halt, ne? Und ein Handtuch. So, was ich jetzt machen werde ist... Achso, und irgendwie ein Pinselreinigungsgedöns. Da habe ich jetzt hier einfach von Bübchen so ein Kindershampoo. Damit reinige ich aktuell meine Pinsel. Und ja, genau. Das werde ich dann so machen, dass ich in das Gefäß, wo ordentlich Wasser drin ist, so, ich werde die Kamera gleich runterklappen, ne? Also keine Sorge. Also halte ich so das Sieb rein und dann mache ich den Pinsel, nehme ich ihn und stecke ihn in das Gefäß mit dem Sieb und reinige ihn damit. Das soll quasi dann so ein Pinselei ersetzen. Ups, jedenfalls sagt der Heck das. Und ja, das werde ich versuchen. Und in der Zeit, während ich meine Pinsel reinige, mache ich mir eine Instant-Lippenmaske. Also ein Instant-Lippenstift. Dafür brauchst du eine Peel-Off-Maske. Da habe ich jetzt hier von Essence Into the Snow Glow eine Glitter-Peel-Off-Maske genommen. Ich hatte sonst nur diese Ultra-Blackhead-Mega-schwarzen Masken und da habe ich mir gedacht, nee, au, vergiss es nicht mit mir. Dann brauchst du irgendwelche Speisefarben, Lebensmittelfarben. Da habe ich jetzt hier, die sind schon abgelaufen, deswegen kann ich die nehmen. Also im Dezember, deswegen sind sie wahrscheinlich nicht schädlich, aber ich würde sie nicht mehr zum Backen verwenden. Von Dr. Oetker, 4 Back- und Speisefarben. Da nehme ich aber den roten definitiv, weil ich wollte jetzt keine grünen Lippen haben, weil wenn der Hack schief geht, dann laufe ich wahrscheinlich tagelang mit grünen Lippen rum. Das will ich nicht. Und ein Pinsel, um das Ganze aufzutragen. Den hätte ich auch ein bisschen feiner machen können. Ne? Mal gucken, wie präzise ich damit arbeiten kann. Weil, soweit ich weiß, muss man sehr präzise damit arbeiten. Mal gucken. Irgendwie kriege ich das hin. Und ein Pöttchen, um das Ganze zu verrühren. Also, das heißt, ich werde jetzt den Instant-Lippenstift anrühren, ihn mir drauf machen und dann werde ich die Kamera runterklappen und Pinsel waschen. Und dabei halt nicht reden. Dann werdet ihr mal wieder etwas Musik von mir hören. Ja, das wollte ich nur mal erklärt haben. Nicht, dass ihr denkt, hä, warum redet die nicht mit uns? So, das heißt, meine zwei Wassergefäße stelle ich dann erstmal zur Seite und mache mir damit ein bisschen Platz.
So, dann nehme ich mir erstmal meine Peel-Off-Maske. Ihr kennt die wahrscheinlich aus China. Da kann man die auch bei Amazon bestellen. Ich verlinke euch das auch mal unten in der Infobox. Die hatte ich schon mal. Fand ich ganz okay, aber haben mich jetzt nicht umgehauen. Aber die haben schon ihren Effekt erzielt. Das war ganz cool. Du ziehst es ab und hast dann wirklich für den ganzen Abend die Lippen rot. So, ich weiß nicht, wie viel man nehmen soll. Da stand keine Angabe. Und ich habe jetzt auch noch nicht diese Essence Glitter Peel-Off-Maske ausprobiert. Das heißt, ich weiß in dem Sinne auch nicht, wie ergiebig die ist. Da bin ich auch ganz gespannt. Ich mache mir aber erstmal derbe was hier in mein Pöttchen. Viel hilft viel. Also die riecht sehr seifig. Das hat jetzt keinen starken Eigengeruch. Das ist auch schon mal ganz positiv, weil nicht, dass ich mir jetzt irgendwas drauf mache, was nicht gut riecht. So, dann habe ich hier meine Speisefarben, meine Lebensmittelfarbe. So, dann nehmen wir mal die rote. Und wir wollen ja einen derben Effekt haben, deswegen mache ich mir auch derbe was hier rein. Wahrscheinlich hätte weniger auch gereicht, aber wir wollen ja auch was sehen. Dann rühren wir das Ganze mal hier mit diesem Pinsel um. Riecht wirklich ganz gut. Riecht ganz angenehm. So, jetzt ist alles miteinander verrührt. Dann mache ich mir mal eben kurz den Labello ab, den ich mir drauf gemacht habe, oder den Lippenpflegestift. Weil nach diesem Salzzeug habe ich das gebraucht. Die Lippen sollten dann auch sehr trocken sein. Also du solltest jetzt keinen Lippenpflegestift vorher drauf haben, weil natürlich dann das nicht funktioniert. Und ja, bin ganz aufgeregt, ne? So, dann versuche ich das jetzt mal präzise aufzutragen und nicht allzu sehr überzumalen. Jetzt habe ich ja weiße Zähne, du. davon brauchst du jetzt wirklich nicht viel. Siehst du, ja. Ist noch mega viel drin. Ja, dann lasse ich das jetzt mal einwirken und in der Zeit klappe ich euch runter, dann könnt ihr das Pinselwasch-Heck-Ding. Da hat mich doch gerade tatsächlich der Ehrgeiz gepackt und ich habe meine ganzen dreckigen Pinsel gewaschen. Also ich muss wirklich sagen, dass das mein Lieblingshack ist, ne? Ja, hier habe ich diese ganzen Pinsel überzieh, Mopeds drüber gemacht. Aber die Pinsel sind wirklich sauber geworden. Ja, das bei diesem Maskenpinsel, den ihr da jetzt
seht. Das ist die Verfärbung, die halt oben so oder so dran ist. Also der ist pink oben an der Spitze, ne? Aber ansonsten, das hat so super funktioniert. Das hat echt Spaß gemacht. Ich werde jetzt komplett umsteigen und nur noch dieses Sieb benutzen. Hi! Ja, ich finde, das hat ganz gut funktioniert mit diesem Sieb und dem Pinselreiniger. Das Einzige, was für mich halt, jetzt hängt meine Lippe so ein bisschen, ne? Was für mich nicht ganz so optimal ist, ist, wenn du wirklich so Pinsel hast, so Foundation-Pinsel oder Concealer-Pinsel oder sowas. So, meine Lippen möchten sich gerade lösen und da sagen wir auch nicht nein. Wir nehmen das mal ab, diese Peel-Off-Maske. Also, ne? Es löst sich schon so langsam. Hat sich aber gut auf den Lippen angefühlt, das muss ich wirklich sagen. Es lag aber dann wahrscheinlich eher an der Maske. Und dann gucken wir mal, ob sich irgendwas verfärbt hat. Ich würde mal sagen, leider nein, leider gar nicht. Also vielleicht so ein ganz kleines bisschen, aber auch nur mit ganz viel Goodwill. Ich finde, da hat sich nichts getan, ne? Schade, aber so ist das halt. Ich mache mir mal eben ein bisschen Lippenpflege nochmal drüber. Also es war jetzt nicht unangenehm, das abzumachen. Vielleicht hätte ich auch ein bisschen mehr Farbe nehmen müssen. Ich weiß es nicht, aber ich habe derbe Farbe verwendet, ne? Schade. Hätte ich jetzt cool gefunden. Da sind die von diesen Amazon China-Viecher deutlich besser. Also wie gesagt, ich verlinke euch das in der Infobox. Lippenhack ist dementsprechend durchgefallen. Dafür finde ich aber den Hack mit diesem Sieb total super und kann den nur empfehlen, weil, was ich daran so geil finde, du hast nicht so einen immensen Wasserverbrauch. Also ich werde meine Pinsel, die ich hier habe, definitiv auch noch komplett zu Ende reinigen können mit dem Wasser. Natürlich wird das immer schmutziger, aber das ist dann halt so, du hast ja noch das zweite Pöttchen, wo du halt dieses klare Wasser drin hast, klar, ne, zum Reinigen. Und am Anfang musste ich natürlich ein bisschen Reiniger verwenden, um da überhaupt eine gewisse Lauge oder sowas zu schaffen, aber später hast du da genug Shampoo oder Pinselreiniger oder sonst irgendwas drin, damit du halt die Pinsel entsprechend reinigen kannst? Und das hat mir richtig gut gefallen. Also von daher, geiler Hack, ich werde das so weiterführen. Ich finde nämlich diese Pinseleier etwas blöd. Natürlich, das, ne, mein Sieb ist jetzt eher suboptimal, weil ich das die ganze Zeit mit meinem Brustbein festhalten musste. Ja, aber sonst macht man das ja vielleicht auch ein bisschen anders, dass man dann steht und dann, ne, kann man das auch ein bisschen festhalten und dann waschen. Das ist dann halb so wild. Aber ich kann euch das auf jeden Fall empfehlen. Weiter geht's. Zwei Hacks haben wir noch und beide drehen sich um Schuhe. Ja, also für diesen Hack, für den ersten, brauchst du Schuhe mit einer weißen Sohle. Zahnpasta, da habe ich hier von Lavera, weil die andere habe ich ja gerade aufgebraucht. Ja, so eine Naturkosmetik-Zahnpasta ist das, die ich aktuell auch tatsächlich benutze. Und eine Zahnbürste. Dann brauchst du noch ein Bottich mit einem Lappen und da ist auch Wasser mit drin. So, was man jetzt tun muss, ist, man nehme sich die Zahnpasta, die Zahnbürste. Oh, guck mal, auch das geht ins Aufgebraucht. Nicht ganz getroffen. So, man nehme sich eine Zahnbürste und Zahnpasta und versuche diese Sohle wieder weiß zu kriegen. Also ich versuche das jetzt tatsächlich nur an diesem Rand, weil unten wird es ja eh immer wieder dreckig. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das vorher nass machen muss oder nicht. Ich versuche es jetzt erstmal trocken. Und reiben die Sohle damit ein. Ist jetzt ein bisschen schwierig, weil man kommt dann halt tatsächlich auch immer wieder oben an den Stoff ran, ne? Ja, man muss schon ordentlich putzen. Das ist nicht mit eben mal so getan. Also man saut sich den Schuh schon ziemlich ein. Da weiß ich jetzt nicht, ob dann gegebenenfalls der Schuh an sich auch ein bisschen drunter leidet, ne? Ich mache das jetzt erstmal ab. Naja, also, ne, rein weiß ist das hier vorne jetzt nicht geworden. So gar nicht. Oder? Also ich finde schon, dass es weißer ist als hier. Also sauber ja, aber das hätte ich ja doch auch mit einem ganz normalen Reiniger hinbekommen. Aber dass es jetzt strahlend weiß wird, so wie das in dem Heck aussah, kann ich jetzt so nicht bestätigen. Ich mache jetzt nochmal meine Zahnbürste etwas nass oder sauber jetzt ja auch vor allem. Ich sauge hier gerade meinen kompletten Tisch ein, aber hey, was soll's. So, mach mir dann wieder Zahnpasta drauf. Und gehe dann nochmal drüber. Und hoffe, dass sich da jetzt irgendwas tut. Aber. Also in dem Hack-Video sah das so aus: hey, du machst es nur mal eben kurz drüber. Und zack, hast du wieder alles sauber. Kann ich jetzt so nicht bestätigen, Leute.
Das Problem ist halt, dass du echt da den ganzen Schuh mit einsaust. Das ist wahrscheinlich bei Stoffschuhen dann auch nicht das Beste, ne? Das so zu machen. Ich habe hier zum Beispiel einen richtigen Fleck. Und wenn ich da jetzt ordentlich mit der Bürste und der Zahnpasta drüber gehe, tut sich da nichts. Seht ihr den? Den Fleck meine ich. Tut sich nichts. Also ich hätte jetzt echt gedacht, das wäre jetzt so ein Hack, den ich euch mega empfehlen könnte. Aber das sieht nicht so aus, Leute. Das sieht echt nicht so aus. Nee. 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 Irgendwie nee, ne? Also ich finde nicht, dass das jetzt großartig viel sauberer ist. Ja, es ist sauberer als hier. Ja, man kriegt den groben Dreck ab, aber das kriegst du auch mit einer ganz normalen Seife. Dafür brauchst du keine Zahnpasta und keine Zahnbürste. Ich weiß nicht. So würde ich sagen. Daumen zur Seite. Ja, abgesehen davon saugst du dir natürlich hier oben auch alles ein. Und gerade wenn das halt so bunte Schuhe sind wie hier und du mit der weißen Zahnpasta drauf gehst, ist das so lala. Also ich schmeiße mir meine Schuhe tatsächlich lieber einfach in die Waschmaschine. Und dann hast du auch noch das Problem, dass wenn du mit der Zahnbürste halt drüber gehst, du das die ganzen Fasern hier auch echt beschädigst, ne? Nee, nee, also den Hack, nee, kann ich jetzt nicht so hundertprozentig empfehlen, muss ich gestehen. Für den nächsten Hack, den ich habe, brauchst du ein Teelicht, wieder einen Stoffschuh, einen Föhn und zu Demonstrationszwecken ein Pöttchen mit Wasser. Übrigens ist das so ein süßer Kuhäuter. Ich verlinke euch den unten mal. Ja, ich liebe ihn. Da ich hierfür eine Steckdose brauche und die sich hier befindet, muss mein das mal kurz ausgestöpselt werden. Also für diesen Hack soll man sich dieses Teelicht mit roher Gewalt aus seiner Aluverpackung rausholen. Ja, mir hat eine Schere geholfen. Und dann nimmt man sich den Schuh und reibt den Stoff quasi damit ein. Ne? Ich finde das ziemlich befremdlich, weil es einfach weiß wird. Ne? Also du reibst es einfach drüber, versuchst es dann auch wirklich überall hinzukriegen. Ich mache das jetzt hier mit euch mal nur hier vorne, weil es ist ja nur zum Austesten erstmal. Und dann mache ich mir hier das ganze Moped einmal komplett voll mit diesem schönen weißen Teelicht. Das ist übrigens der andere Schuh, der eben nicht gereinigt wurde. So sieht das dann aus. Ja, und hier ist das Teelicht, ne? Also viel ist davon ja ganz offensichtlich nicht weg. So, dann nehme man sich den Föhn und föhne man den Schuh an. ja, ich mache das ganz warm und föhne das vorsichtig an. Relativ schnell funktioniert, ne? Jetzt ist es nämlich eingezogen, also es darf nicht mehr weiß sein. Dann ist das quasi, ja, dran. Ich mache das jetzt mal noch mal ein bisschen mehr, damit es vielleicht ein bisschen mehr sich mit den Fasern verbindet. So, und da wir jetzt natürlich keine Zeit haben abzuwarten, dass das Ganze erkaltet, kann ich ja kalt föhnen, glaube ich. Genau, ich kann hier vorne einfach drauf drücken, damit es kalt. Dann mache ich das doch einfach mal. Man sieht jetzt auf den ersten Blick nicht wirklich, dass da irgendwas drauf ist, ne? Das heißt,
Es sieht so aus, als wäre alles gut. Wenn ich jetzt so mit dem Finger rübergehe, fusselt das. Aber ich glaube, das liegt daran, dass es einfach ein Schuh ist, der schon ziemlich oft gewaschen wurde. So, ich habe jetzt imprägniert. Jedenfalls soll das ja quasi Sinn und Zweck der ganzen Geschichte sein. Und jetzt werde ich hier drüber Wasser laufen lassen. Und dann schauen wir mal, ob es dann von innen nass wird oder ob der Schuh trocken bleibt von innen. Und genau, zum Vergleich werde ich das dann nachher nochmal hier an der Seite machen. Nehme mir mein wunderschönes Kännchen. Ich habe hier drunter auch ein Handtuch, ne? Damit ich hier die Sauerei nicht allzu groß habe. Und dann. Okay, es perlt einfach ab. Das ist schon mal ganz positiv. Habt ihr das gesehen? Ne? Also das bleibt nicht auf dem Schuh. Der Schuh ist tatsächlich imprägniert. Und jetzt mache ich das an der Seite nochmal. Wäre jetzt ziemlich witzig, wenn das da auch abperlen würde, oder? Nee, da zieht das tatsächlich ein. Seht ihr das? Die dunkle Stelle? Das ist ja witzig. Das ist richtig witzig. Also hier ist es auch wirklich nass und hier drauf ist es wirklich trocken. Ja, Wahnsinn. Ich bin mal gespannt, wie sich das verhält, wenn man wirklich Bewegung drin hat und so, weil du siehst jetzt schon, dass hier Fusselkram drauf ist, ne? Und eigentlich müsste dieser Fusselkram ja auch hier sein, theoretisch, beziehungsweise auf dieser Seite. Ist er aber nicht. Und du siehst auch farblich schon einen Unterschied. Ja, also ich bin gespannt, inwiefern das dann auch halten wird und auch dranbleiben wird. Aber ich sag mal, für einen kurzen Moment, ne? Also wenn du irgendwo bist und es fängt auf einmal an zu regnen, rein zufällig hast du ein Teelicht dabei und Zugriff auf den Föhn, dann kannst du dir damit deine Schuhe imprägnieren. Ja, aber ansonsten weiß ich nicht. Weil es sieht halt auch echt nicht so wunderschön aus, ne? Es ist farblich eine Veränderung, aber es ist eine Imprägnierung. Das muss man sagen. Das hält auf jeden Fall sein Versprechen. Deswegen auf jeden Fall, der Hack ist erfüllt, ja. Ihr Lieben, das waren jetzt meine 5 Hacks, die ich heute mit euch zusammen testen wollte. Stimmt hier oben mal ab, welchen von den 5 Hacks, die ich euch gezeigt habe, du am besten findest. Bin ich wirklich gespannt. Und schreibt mir auch gerne mal unten in die Kommentare, welche Hacks ich noch so austesten soll. Ich habe zwar noch ein bisschen was im Petto, aber ich möchte ja unheimlich gerne, sofern es dir gefallen hat, diese Reihe fortführen, denn ich finde es schon witzig. Es ist aufwendig, aber es macht Spaß. Ja, ansonsten würde ich einfach sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dich hier oben mal meine Playlist. Claudi testet alles. Hier unten meinen neuesten Upload. Und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Ja, lass es dir ganz einfach gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!